Hallo Nikolai und willkommen bei UniTV. Du warst 7 Wochen lang in Ghana. Magst du uns erstmal für die Leute, die sich vielleicht nicht so gut mit der Geografie auskennen, erklären, wo Ghana überhaupt liegt? Ghana liegt an der Westküste Afrikas, quasi direkt in dieser Beuge drin. Wenn man sich das so vorstellt, das sieht ja aus wie so ein Elefantenkopf und eben da im unteren Zipfel des Ohrs quasi. Und wo warst du genau? Ich war direkt unten an der Küste in der Hauptstadt Accra. Bisschen größer als Hamburg, 2,2 Millionen Einwohner, glaube ich, waren das damals. Und ja. Okay, magst du uns erzählen, was du da gemacht hast? Also was hat dich nach Ghana getrieben? Ich wollte erstens einmal ins Ausland gehen. Und in Afrika war ich davor bisher nur im Urlaub in Tunesien einmal gewesen. Der Kontinent hat mich einfach fasziniert und ich war vorher noch nicht alleine wirklich im Ausland. Ich habe das in der Schulzeit irgendwie verpasst, hatte keine Lust ins Ausland zu gehen und dann war jetzt während des Studiums, während der Semesterferien, während der vorlesungsfreien Zeit zwischen den Klausuren eben noch 7 Wochen Zeit, die ich dann auch voll ausgenutzt habe, um dann eben nach Ghana zu gehen und Ghana eben deswegen, weil ich nicht gleich so extrem anfangen wollte und Ghana echt Afrika für Einsteiger ist quasi. Also man kann sich da wunderbar auf den Straßen bewegen, alleine, da passiert nichts, auch nachts in den Seitengassen. Also das Schlimmste, was passiert ist, wurde ein Portemonnaie geklaut aus dem Rucksack raus. So, das kann dir in Hamburg in der U-Bahn auch passieren. Insofern wunderschönes Land, super nette Leute und ich habe eben da auch ein tolles Projekt gefunden, wo ich für 7 Wochen dann eben in der Schule unterrichten durfte. Auch ganz alleine ohne anderen Lehrer dabei stand ich da vor meiner eigenen Klasse quasi und habe da Mathe, Englisch und Naturwissenschaften unterrichtet. Natürlich alles auf Englisch. Studierst du auch auf Lehramt Mathe und Englisch? Oder Mathe und naturwissenschaftlich wahrscheinlich irgendwas? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ich studiere VWL. Okay, und was hat dir dann die Kompetenz verliehen, dann da Naturwissenschaften und Mathe zu unterrichten? War das eine Grundschule oder? Das war jetzt in diesem Fall eine 3. Klasse, aber das hatte damit eigentlich relativ wenig zu tun. Was ich an Voraussetzungen einfach schon mitgebracht habe, ist, dass ich eine Jugendgruppe bei den Pfadfindern geleitet habe, also gegründet und geleitet habe für ein paar Jahre. Da merkt man einfach schon, was das für eine Arbeit ist und da lernt man das einfach Learning by Doing quasi. Dafür habe ich natürlich auch eine Ausbildung vorher gemacht. Dann gebe ich Nachhilfe sehr viel und auch an größere Gruppen dann, zum Beispiel hier im Heilweg-Gymnasium in Hamburg. Okay, und wie bist du jetzt auf dieses Projekt ausgerechnet gekommen? Hast du in irgendeiner Datenbank geguckt oder kreiert man sich das quasi selbst? Ich glaube, wenn ich mir das hätte selber kreieren müssen, dann wäre daraus gar nichts geworden, weil die Schule hat keine Internetseite, die Schule ist nicht mal auf einer Karte verzeichnet, insofern hätte ich die Schule an sich schon mal gar nicht gefunden. Ich habe nach einer Organisation gesucht, mit der ich das machen konnte und bin dann relativ schnell auf ISAC gestoßen und habe mich dann vor allen Dingen erstmal aus finanziellen Gründen dafür entschieden. Und habe dann im Nachhinein eigentlich erst gemerkt, was das für ein Glücksgriff war, weil ich habe hier in Deutschland ein Vorbereitungsseminar bekommen. Ich hatte jemanden, mit dem ich mich regelmäßig getroffen habe, der mir geholfen hat, ein Projekt auszusuchen überhaupt, mit dem schon gute Erfahrungen gemacht worden sind. Ich hatte jemanden, der mich in Ghana vom Flughafen abgeholt hat. Weil das muss man sich so vorstellen, dass du ja erstmal einen ganzen Tag unterwegs bist. Gibt ja auch keine Direktflüge mal so eben. Und dann kommst du völlig erschöpft in diese brachiale Hitze rein. Weil es sind einfach dauerhaft 30 Grad da. Das ist egal ob Tag oder Nacht, es sind einfach 30 Grad. Egal ob Regen oder wenn Sonne ist, dann ist es noch schlimmer. Aber da kriegt man auch erstmal so einen kleinen Klimaschock, wenn man da ankommt. Und das Tolle war dann eben auch, dass ich da in einem Haus zusammen gewohnt habe mit ganz vielen anderen Praktikanten. Das mit 20 anderen Leuten aus Costa Rica, aus Brasilien, aus Japan, aus Taiwan hatten wir welche, aus Italien kam eine dann noch später dazu. Also es war erstens ein Kommen und Gehen und auch echt toll da zusammen zu wohnen, auch mit anderen Leuten aus Afrika, aus Nigeria, von der Elfenbeinküste.
und eben noch ein paar Leute aus Ghana, die uns da betreut haben, die auch mit in dem Haus gewohnt haben. Ja, genau. Also relativ lückenlose Betreuung, oder? Ja, was heißt lückenlos? Man konnte die ganze Zeit da mit Leuten aus Ghana zusammen sein. Man konnte aber auch frei rumreisen. Also wir sind jedes Wochenende woanders hingefahren. Wenn man schon mal in Ghana ist, dann kann man sich das auch gönnen, da von Ort zu Ort zu reisen. Ich hatte das Glück, dass ich auch direkt, als ich ankam, noch auf eine ISAC-Konferenz fahren durfte damit, wo wir mit 300 Leuten zusammen waren, wo es eben um Probleme in Ghana ging, wie man diese eben angehen kann. Und dann noch natürlich auch für die Leute, die schon bei ISAC sich engagiert hatten, dann ISAC-Sachen wie wie führe ich ein Team etc. etc. Und da habe ich eben auch schon ganz viele andere Leute kennengelernt, eben nicht nur aus Accra, sondern eben auch aus Kumasi, aus Sunyani, wo die anderen aus Cape Coast, wo die anderen Lokalkomitees von ISAC dann auch waren. Und ich habe es tatsächlich geschafft, jedes einzelne Lokalkomitee, während ich in Ghana war, auch noch zu besuchen dann. Das war auch ziemlich cool, weil man dann übers Wochenende natürlich auch immer da in den Häusern schlafen durfte, die da vor Ort hatten. Ja, das hat super viel Spaß gemacht einfach. Du hast gerade ganz am Anfang von der Antwort über die Probleme in Ghana gesprochen. Die sind mir gar nicht so präsent. Welche Probleme hat denn Ghana als Land? Also grundsätzlich. Wirtschaftlich ist es auf jeden Fall schon ein Land, dem es deutlich besser geht als anderen afrikanischen Ländern. Wird ja auch nicht umsonst Goldküste genannt, die Gegend da, weil es einfach auch Ressourcen gibt. An Problemen würde ich sagen, ist vor allen Dingen ganz groß Umwelt ein sehr großes Thema. Du wirst, wenn ich bin morgens, musste ich eine Stunde lang mit dem Bus durch die Stadt fahren zur Arbeit. Und man sieht da immer schon die Rauchwolken, wenn gerade jemand seinen Müll verbrennt vor der Haustür. So, und das ist halt dann, da kommen dann auch mal Reifen ins Feuer oder irgendwelche Plastiksachen und das riecht man natürlich dann auch extrem. Habe ich mal versucht, die Luft anzuhalten, um das nicht einatmen zu müssen. Ich denke auch ein großes Thema, dass die ganze Industrie oder auch der ganze Verkehr mit alten Autos funktioniert. Das ist auch habe ich mich immer gefreut, gab es dann Busse von einer Tischlerei in Deutschland, wo man gesehen hat, Tischlerei so und so, oder alte Feuerwehrautos oder so, die dann eben da als so Kleinbusse verwendet werden, was man sich auch unglaublich vorstellen muss. Die reißen da die Bänke einfach komplett raus, weil die zu viel Platz verbrauchen und man natürlich mehr Leute da reinkriegen kann. So, also so ein Auto, was in Deutschland mit 9 Sitzer wäre, da fahren dann in Ghana mindestens 14 Leute mit. und teilweise auch auf dem Schoß des anderen und so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr abenteuerlich. Da habe ich auch schon mal von gehört, also Gebrauchtwagen, dass die nach Afrika verkauft werden, also nach Ghana, dann werden sie wahrscheinlich auch zum großen Teil dann ausgeschlachtet. Ne? Das ist die Problematik, die ich da kenne. Ja, genau. Also waren da auch, also in Accra ist auch direkt einer der schmutzigsten Orte der ganzen Welt, wo eben so eine riesige Müllhalde direkt an einem Fluss dran, der ins Meer direkt da auch fließt, wobei ich weiß nicht, ob man das noch Fluss nennen kann, ist nicht so schön auf jeden Fall, wo auf jeden Fall Kinder dann vor allen Dingen auch das Plastik, was um die Kupferdrähte herum ist, verbrennen, um da irgendwie das Kupfer rauszuschlachten. Ist auf jeden Fall ein großes Problem. Und ich habe auf jeden Fall auch einige NGOs da kennengelernt, weil ich eben Leute kennengelernt habe, die in anderen Projekten auch gearbeitet haben, nicht nur in Schulen, sondern wo es eben auch um gesundheitliche Aufklärung ging oder wo es darum ging, eben neu gegründete NGOs zu unterstützen, dabei überhaupt erstmal Bekanntheitsgrad zu erlangen und dann sich ein Netzwerk aufzubauen. Und solche NGOs haben eben auch ganz gezielt dann gegen diese Umweltverschmutzung angekämpft da. Gut, jetzt hast du viel von den Problemen gerade erzählt, auch einfach, weil ich nachgefragt habe. Und gerade eben hast du gesagt, dass du am Wochenende auch viel unterwegs warst und dir also quasi Sightseeing in Ghana gemacht hast. Was sind denn da positive Punkte? Was guckt man sich denn da an? Positive Punkte, geschichtlich gesehen wahrscheinlich eher negative Punkte, weil es dann auch um die Kolonialgeschichte geht und Ghana einfach
von so ungefähr jedem Mal besetzt worden ist, als letztes dann von den Engländern. Wir haben uns auf jeden Fall alte Festungen angeguckt, wo es dann auch vor allen Dingen um Sklavenhandel ging. Das war sehr bedrückend auch. Aber ansonsten haben wir auch Safari ein bisschen gemacht. Ist jetzt nicht so krass wie im Osten Afrikas, dann in Uganda und so. Aber wir haben auch ein paar Elefanten gesehen, die frei gelebt haben. Da ein paar Antilopen, so kleine, wie nennt man die Schweine, Warzenschweine, die waren auch echt süß. Und ansonsten auch andere Naturschauspiele, Wasserfälle. Wir sind auf den höchsten Berg in Westafrika rauf. Wir haben ja an Wochenenden hatte ich dann ja frei, deswegen haben wir auch einfach Urlaub gemacht. Sind an eine Stelle gefahren, wo der größte Fluss ins Meer fließt und das kann man innerhalb von 100 Meter Abstand im Fluss, also im Süßwasser baden gehen oder im Meer im Salzwasser baden gehen. Das ist ziemlich cool. Ja, genau. Das waren so die größten Sachen, die ich gemacht habe. Sind afrikanische Elefanten die mit den großen oder die mit den kleinen Ohren? Also eins sind die indischen, eins sind die afrikanischen. Ja, das sind die großen Elefanten, also auch die mit den großen Ohren. Du hast gerade eben gesagt, dass Ghana eine Zeit lang von Großbritannien besetzt war. Es war also eine britische Kolonie. Wird da, also ich nehme an, da wird auch hauptsächlich Englisch in Ghana gesprochen. Was noch? Das kann man gar nicht so genau sagen. Also es wird zum Beispiel noch Ga gesprochen. Es wird, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall ziemlich viele Akzente werden oder eigene Sprachen eigentlich eher werden gesprochen. Die Hauptsprache müsste mir jetzt eigentlich noch einfallen. Aber vergessen. Okay, aber es ist so, man kommt im Alltag relativ gut mit Englisch zurecht. Das verstehen auch die meisten. Also wenn du es an der Schule unterrichtet hast. Du kommst gut mit Englisch zurecht. So die Grundsatzsachen, wenn du irgendwas auf den Markt einkaufen gehen willst oder irgendwas kaufen willst, das klappt immer gut. Am Anfang war es extrem schwierig, den ghanaischen Englisch-Akzent zu verstehen, weil der ja schon doch noch anders ist als das, was man in der Schule lernt. Und ansonsten, je nachdem, wenn man weiter auf die Dörfer rausfährt, dann verstehen schon die Ghanaer sich untereinander nicht. Insofern verstehe ich die natürlich erst recht nicht, weil die einfach unterschiedliche Sprachen sprechen. Und ja, dementsprechend hatten wir waren ein Wochenende, haben wir dann noch an einem anderen sozialen Projekt außerhalb von der Schularbeit, die ich gemacht habe, mitgearbeitet, wo es eben um gesundheitliche Aufklärung ging. Und da sind wir in so ein kleines Dorf ein bisschen außerhalb von Accra gefahren. Und da hatten wir dann einen Übersetzer mit, damit der von Ghana, von dem Dorfbewohner zu dem Icehacker, mit dem wir unterwegs waren, übersetzen konnte. Und der Icehacker dann für uns nochmal auf Englisch übersetzt. Und mit deinen Schülern, haben die dich verstanden? Also hat das funktioniert oder gab es da Kommunikationsbarrieren? Die fangen in der zweiten Klasse, glaube ich, an, Englisch zu lernen. Insofern, aber es ging trotzdem relativ schnell sehr gut so. Die verstehen ziemlich gut Englisch. Mit dem Ausdrücken ist es manchmal noch ein bisschen schwierig. Dann benutzen sie ein bisschen afrikanische Wörter noch dazu, und die ich dann natürlich nicht verstanden habe. Aber durch Umschreiben ging das dann immer gut. Auch gerade bei den Naturwissenschaften, wo man ja denkt, mit Fachbegriffen ist das dann vielleicht schwierig, aber hatte ich eigentlich auch keine Probleme mit. Hat ein bisschen Gewöhnung gedauert, bis ich die verstanden habe, vom Akzent her einfach, aber dann war das kein Problem, wir hatten keine Hindernisse mehr. Magst du noch was zum Schulalltag in Ghana sagen? Also inwiefern unterscheidet sich zum Beispiel, das kann man jetzt natürlich so pauschal nicht sagen, aber inwiefern hat sich die Schule, in der du in Ghana warst, von deutschen Schulen unterschieden? Also Schulsystem generell oder Erziehungssystem generell unterscheidet sich extrem stark, weil wie in den meisten ehemaligen englischen Kolonien werden die Kinder dort zur Erziehung immer noch geschlagen, mit dem Stock oder mit der Hand. Das war am Anfang auch ziemlich heftig und für mich natürlich als Lehrer schwierig, weil ich nicht so sehr Lust hatte, die Kinder zu schlagen, also die Kinder einfach nicht geschlagen habe und ich mir deswegen erstmal ein bisschen
ja, Respekt verschaffen musste, weil du kannst dir vorstellen, wenn ein Kind immer nur dann hört, wenn es auch wirklich geschlagen wird, dann erstmal für das Kind auch umzudenken, ist schwierig. Insofern musste ich dann andere Anreize wie Süßigkeiten setzen, darauf sind die voll abgefahren. Das wusste ich zum Glück vorher schon, weil ich mich schon mit einem anderen ausgetauscht hatte, der auch in Ghana war, den ich auf dem Vorbereitungsseminar kennengelernt habe. Und hatte dementsprechend vorgesorgt und habe dann mit Belohnungssystemen versucht, die Kinder bei Stange zu halten. Und das hat funktioniert? Das hat dann funktioniert, ja. Dann haben sie auch mitgemacht. Genau. Ansonsten zu den Klassengrößen. Ich hatte eine relativ kleine Klasse. Ich weiß gar nicht so genau warum, weil es war keine Privat- oder Eliteschule oder so. Lag auch relativ weit außerhalb. Ich glaube, in dem Einzugsgebiet waren dann einfach nicht so viele Kinder. Das heißt, ich hatte 14 Kinder und ich weiß ehrlich gesagt nicht, nach was sie eingeteilt waren, weil manche Kinder konnten schon lesen und schreiben, manche konnten nur eins davon, manche konnten weder lesen noch schreiben. Nach dem Alter können sie auch nicht einsortiert gewesen sein, weil die auch von 8 bis 13 Jahren zusammengewürfelt waren. Ja, frag mich nicht, wie das logisch aufgebaut ist, aber das fragt man sich sowieso immer mal wieder, wie das logisch alles funktionieren kann. Aber ich habe auch andere Klassen gesehen, wo dann einfach 40 Kinder in einer Klasse sind, wo wir in einer anderen Schule noch ein Projekt hatten, wo es um Gleichberechtigung von Frauen ging und wir damit gemacht haben. Ja, das war einfach schwierig, dann vor 40 Kindern einfach mal ein Referat quasi über Deutschland zu halten, dass wir eine Bundeskanzlerin überhaupt haben, gar nicht vorstellbar für die, naja. Hattest du generell Kulturschockmomente, also an denen du auch gemerkt hast, ja, ich bin echt weit weg von zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Also es war einerseits gar nicht so einfach, in diesem Haus zu wohnen. Ich habe das natürlich total genossen, die anderen Kulturen alle kennenzulernen. Aber es war dann doch auch relativ eng und wir haben in unserem kleinen Raum haben 4 Leute geschlafen. Also wir hatten 2 Hochbetten. Und da hatte ich auch ein bisschen Probleme manchmal mit dem einen Brasilianer, der seine Sachen überall hat liegen lassen. Privatsphäre war einfach nicht so. Die Lebensumstände waren, glaube ich, eigentlich mehr der größere Schock, weil ich natürlich darauf eingestellt war, dass es irgendwie anders sein wird. Ich habe noch ein tolles Beispiel für einen Kulturschock. Wir haben einen Filmabend gemacht mit allen zusammen im Haus. Und es haben dann nicht alle mit den Film geguckt, sondern jemand saß neben uns und hat da laut Musik gehört. So. Und die Afrikaner hat das alle überhaupt nicht gestört, denen war das völlig egal. Das ist so mehrere Lärmquellen nebeneinander. Ich weiß nicht, wie die das filtern können. Ich habe vom Film dann nicht mehr so viel mitbekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil der auch mit schwierigem Englisch-Akzent war. Ich weiß gar nicht, was das mehr war, aber auf jeden Fall ein afrikanischer Film. Für die war das kein Problem. Ich habe mich nur so gefragt, wie können die das, wie können die da irgendwas verstehen, wenn die nebenbei noch Musik hören und noch gleichzeitig den Film gucken wollen. Bestimmt alles eine Frage des Trainings, ne? Was ja auch sehr interessant ist, also für andere, die vielleicht auch nochmal ins Ausland wollen, vielleicht auch mit ASIC, wie hast du das Ganze finanziert? Ich habe gespart vorher. So, das war jetzt ein soziales Projekt, insofern habe ich dafür natürlich auch kein Geld verdient. ISEC vermittelt auch professionelle Praktika, die dann auch bezahlt werden und dann auch über einen längeren Zeitraum gehen. Ich habe mir es einfach zusammengespart, indem ich vorher gearbeitet habe. An ISEC habe ich 450 Euro gezahlt. Also günstiger geht es einfach nicht. Ich habe mich lange da informiert und war überrascht, wie teuer das dann doch bei manchen Organisationen ist. Gerade für den Service, den ich da bekommen habe, war ich echt zufrieden. Und dann natürlich den Flug habe ich noch bezahlt, das waren nochmal 600 Euro. Und dann habe ich da natürlich noch für Verpflegung und Transport und vor allen Dingen auch die Wochenendtrips, die wir gemacht haben, bezahlen müssen. Das Gute ist einfach, dass in Ghana der Wechselkurs so klasse ist. Das heißt, du bekommst für 1 Euro bekommst du damals 3 Cedi.
Twi heißt die Sprache. Jetzt fällt es mir wieder ein. Manchmal hat man so Gedankenblitze. Genau, Twi ist die Sprache, auf der sich die meisten unterhalten können. Genau, du hast auf jeden Fall 3 Zedi damals bekommen. Ich glaube, mittlerweile steht der Kurs sogar noch besser wegen der Inflationsrate. Und die Preise kann man sich aber genauso vorstellen, wie sie in Euro sind. Also man hat dafür eine Mahlzeit ungefähr 3 Zedi bezahlt. Das heißt, eine Mahlzeit war dann 1 Euro. Und das war dann wirklich eine üppige Mahlzeit. Ghana ist übrigens kein Land für Vegetarier. Das ist aber, glaube ich, in ganz Westafrika auf jeden Fall so. Sehr viel Kohlenhydrate und sehr viel Fleisch gibt es einfach. Gemüse wird eher mal gerne weggelassen. Wenn du jetzt so zurückblickst, was war dein schönstes Erlebnis, wenn du auf die 7 Wochen zurückguckst in Ghana? Was ist vielleicht das Prägendste? Beides. Eigentlich die Dankbarkeit der Kinder. So, das hat mich einfach super glücklich gemacht, zu sehen, wie die mich verabschiedet haben und eigentlich gar nicht wollten, dass ich wieder gehe. Ich hatte auch nicht so wirklich Lust, wieder zurück nach Hamburg zu kommen. Aber ja, das Studium ging dann doch weiter. Und das kulturell Prägendste war, glaube ich, echt diese ISEC-Konferenz, weil du da so engen Kontakt mit Gleichaltrigen einfach hast, sodass du komplett in diese Kultur eintauchst. Und ja, das war krass. Krass schön. Und dann nochmal abschließend als Frage, was hast du aus den 7 Wochen mitgenommen? Also was kannst du vielleicht auch jetzt hier aus Ghana, welche Erinnerungen oder Erfahrungen hast du mitgenommen, die du jetzt auch hier in deinem Leben in Hamburg wieder anwenden kannst? Ich glaube, das ghanaische Lebensmotto, there's no hurry in life, ich glaube, das tut uns Deutschen insgesamt oder auch mir einfach generell gut, mir immer wieder zu sagen, warum stresst man sich eigentlich? Das ist so, Pünktlichkeit, wenn man eine Stunde zu spät kommt, ist man in Ghana noch pünktlich. Busfahrpläne oder so gibt es generell schon nicht. Die fahren einfach los, wenn der Bus voll ist und vorher auch nicht. so einfach diese Entspanntheit auch mit seinem Leben, mit dem, was man so tut, umzugehen. Man muss das nicht so übertreiben, wie die Ghanaer es tun, aber ich glaube, ein bisschen mehr Lockerheit und Entspanntheit würde uns Deutschen auch ein bisschen Lebensfreude mehr bringen. Das sind dann doch philosophische Abschlussworte. Dann sage ich danke für das Gespräch und viel Spaß bei deinem weiteren Studium und wohin sich dein Leben dann noch führt. Dankeschön.